Sorry, momentan laggt irgendwie. Fraps extremst. Ich kann nicht verstehen. Ich habe durchgehend 35 FPS. Also ich habe 35 FPS. Nein, ich habe 30 FPS maximal angestellt. Aber ich hätte ungefähr 35 FPS. Ich habe durchgehend 45 FPS, ne? Mhm. Bis 50. Ja, du nimmst so, ja und dann kriege ich aber jede paar verfickte Minuten wie jetzt einen verfickten Einsturz. Jetzt hör auf, solche Schimpfwörter zu sagen. Wir sind ein anständiger Kanal und anständiger Let's Player. Danke. Jetzt hör auf, bitte. Das kannst du in deiner Freizeit zu deinem Kollegen. Genau, ein anständiger Kanal mit anständigen Rassisten. Ja. Also eben. Wie gesagt, Leute, ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass wir jetzt echt, hier uns so gegenseitig die Köpfe einschlagen, das ist nur Spaß. Der Draco hat sehr großen Respekt vor mir. Er weiß, was ich mit ihm mache. Nicht, Dude? Es ist umgekehrt. Es ist andersrum. Es ist, ich gebe den Ton an und er muss mich gehorchen. Oh mein Gott, er muss mir gehorchen. Blasen. Also, na, Spaß, blas mir einen. Blas mir einen. Du bist ein Wichser, Mann. Muss man einfach mal sagen. Ich gebe dir jetzt den Ton an, okay? Blas mir einen. Auf jeden Fall machen wir hier nicht Spaß, also wir haben dabei auch Spaß, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, nicht, dass jetzt die Police ruft, die Polizei, ne? Blas mir ein. Oh, so, runter. Okay, weiter. Okay, bist du noch am roten Fahren? Weißt du noch, was du reden musst? Und da habe ich dich unterbrochen. Was ich reden möchte, ja, ich möchte gerne über Christen sprechen, nicht? Okay, Christen sind die größten Arschlöcher auf der Erde. Oh ja, oh. Orgasmus, nicht was. Ich war wirklich mal Katholik. Was, bist du jetzt in keiner Religion? Nein, ich hab meine eigene Religion jetzt. Nein, ich bin religionslos. Warum? Ich einfach, ich hab die Schnauze voll gehabt, ich hab die ganze Zeit in der Schule dieses scheiß Beten und so. So, also glaubst du nicht an Gott? Ich will nicht an Gott glauben. Warum? Spricht es dafür, dass es Gott überhaupt gibt? Nein. Was denn beispielsweise? Ich denke eher, der Teufel gibt es, aber der Gott gibt es nicht. Das wäre mein Leben nicht so extrem beschissen. Ich gebe immer 100%, ich bin immer nett zu allen. Aber nein, ich werde natürlich immer bestraft, oder? Nein, darum bin ich eigentlich kein Christ mehr. Guck mal, du musst mal überlegen, Digga. Ich bin jetzt streng gläubig, ne? Du musst mal denken, egal wie beschissen dein Leben ist, rat mal, warum das so ist. Stell dir mal vor, du wirst getestet, weißt du, wie ich das meine? Stell dir vor, du wirst getestet. Wenn die Leute, ne, den Gott jetzt so krass im nächsten Leben beschenkt hat, ne? In diesem Leben, stell dir vor, die nächsten sind im nächsten Leben bestimmt so eine Penners. Glaub mir, Mann. Aha. Weißt du, du darfst jetzt nicht sagen, guck mal, hier. Mir geht's richtig scheiße, ich glaub jetzt nicht an den. Muss man an den glauben, nicht nur wenn du Probleme hast, weißt du? Ja. Weißt du, was meine Mutter mal gesagt hat? Wie gesagt. Wenn ich jetzt keinen Anhaltspunkt habe, kann ich auch nicht an eine Religion glauben. Wenn es jetzt wirklich jemanden gibt, den es wirklich gibt und der Gott ist, dann würde ich natürlich an diese Religion glauben. Aber gibt es Allah? Gibt es Allah? Gibt es Mohammed? Gibt es Buddha? Gibt es Gott? Ich sehe nichts. Nichts. Wenn wenigstens etwas, was die meisten Menschen daran glauben, zum Beispiel in Rom, Ding, gibt es ja Papst. Papst ist der Fürsprecher für Gott. Christen. Ja, von den Christen. Fürsprecher von den Christen für Gott. Okay, den gibt's. Also ich würde an den Papst glauben. Aber er ist nicht Gott. Er befähigt nicht uns. Er spricht nicht für uns. Also er ist nicht Gott, oder? Na, das ist auf keinen Fall. Also, würde ich jetzt wirklich an einen Gott, der existiert, glauben, ich würde dran glauben. Also ich würde wirklich dran glauben. Aber eben, solange als nichts Gottgleiches existiert, kann ich nicht an eine Religion glauben.
Dinge, was ich auch noch sagen wollte. Und ich finde es ganz ehrlich auch halt auch Mist, dass jetzt hier die Katholiken das jetzt halt immer einen wählen, weißt du, wie ich das meine? Ich finde das persönlich Mist, weil ich finde, wenn, also es gibt Gott meiner Meinung nach, ne? Aber wenn ich spreche jetzt mal für dich, wenn es einen Gott geben würde, ne? Dann würde der halt den Menschen aussuchen, nicht die Katholiken. Genau, der Gott macht die Leute. Also der Gott ist dann für die Menschen da, die er aussucht und nicht die einfach sagen, ja, jetzt bin ich für diesen Gott und so. Aber ey, trotzdem, da machen ja auch die Menschen etwas für den Gott. Sie beweisen, dass sie für ihn arbeiten wollen. Oder für ihn fürsprechen wollen, für ihn etwas Gutes tun wollen. Und wenn jetzt der Gott sagt, du bist böse, du musst böse sein, da musst du böse sein. Aber es heißt nicht, zum Beispiel, eine Person denkt, der Gott sei böse und der Gott muss böse sein. So ist es nicht. Es ist umgekehrt, also andersrum. Ja. Und aber du meinst jetzt so, du glaubst schon auf einer, also auf einer Hinsicht glaubst du schon an Gott. Ja, ja, also ich denke an die Evolutionstheorie. Sonst wäre ich ja nicht geboren. Und sonst gäbe es früher keine Affen. Also es gibt immer noch keine Affen. Also es gibt keine Evolution. Ja. Und wenn mir jetzt die Forschung sagt, ich stamme von den Affen ab, ich glaube daran, klar. Aber ich sage jetzt nicht einfach, ich bin ein Affe. Ich bin ein evolutionierter Affe. Ich könnte auch ein Drache sein. Eigentlich will ich ja ein Drache sein. Also ein evolutionierter Drache. Aber eben, dann glaube ich jetzt ja auch nicht an Drachen. Es gibt keinen Beweis für Drachen. Dann glaube ich jetzt nicht an Drachen. Aber ich interessiere mich für Drachen. Ich setze mich für Drachen ein. Und ich bin stolz darauf, dass ich mich für die Drachen einsetze. Aber es ist keine Religion, es ist kein Lebewesen, es ist Fantasie. Und du musst immer denken, Fantasie ist an zweiter oder dritter Stelle und nicht an erster. Ich bin einfach schon seit meiner Kindheit an vor allem chinesische Drachenmythologie interessiert und da ist Drache einfach mein Fantasie Nummer One. Was ist so bei dir Number One bei der Fantasy? Digga, guck mal, weißt du, was wir jetzt machen müssen? Also, warte. Kurz. Ich muss dir zuschauen. Guck mal, na, du musst mir helfen. Ich hab keinen Bock. Wie machen wir es? Also, hierhin. Kommt. Muss ich jetzt Weizen anpflanzen? Warte. Hier hast du Kies bei dir? Mhm. Digga. Ich hol Kies. Ich habe einmal 37 Kies. 64 Kies. Und 42 Kies. Dann hole ich mir. Was ist alles? Seeds. Bist du? Einfach weggegangen. Ich klaue ihm einfach mal diese Sachen. So, und dieses machen wir kaputt hier. Okay, das Helle. Merken, das Helle ist gut. Also machen wir mal das, was er gesagt hat. What? Hier hast du dein Zeug. So, mach das, was du musst.
Ja. Das Portal sieht so süß aus. Schnuckelig. Komm, muss rein. Ah ja, kleiner machen. Und die Minimap könnten wir auch wieder kleiner machen. Drago. So. Du hast mich ganz herzlich gehört. Auf jeden Fall, du bleibst jetzt kurz hier, du musst mir jetzt gleich helfen. Du kennst ja mit Redstone aus, ne? Also, guck mal, hier, das hier muss alles weg. So, guck mal. Und da muss dann drunter Redstone. Ah, warte. So. Wir brauchen Kolben. Kolben? Ja. Oh je. Wir brauchen Gummi. Achso. Schleimbolzen. Die finden wir uns nicht ein bisschen. Oh nein, wir brauchen keinen Schleimbolzen. Nein, wir brauchen keine klebrige Kolben. Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen ganz normale Kolben. Wir brauchen Kolben. Jetzt weiß ich nicht, ob das man das mit Cobblestone macht oder mit Ding, aber wir brauchen eine. Normal Stone brauchst du, ich hab hier in meinem Ofen welches. Ja. Oder? Wo ist das? Ne, das ist im letzten Ofen. Also, wir brauchen Sticks, glaube ich. Ich kauf mal ein paar Sachen von mir in Schaden. Also, ich schau mal, wie die Kolben gehen. Nein, ich schau nicht, ich probier's. Nein, schon so mal nicht. Also, dann müssen wir Stein brennen. Und dann, ich habe schon Ewigkeiten keinen Kolben gemacht, sorry, wenn ich jetzt hier drauf komme. Guck mal, ich auf mein Diamantschwert bekommen hab. Ey, das wirst du mir nie glauben. Guck sie an, hier, ich bin unter dir, warte. Hier, guck an, wo bist du? Da? Nimm's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gib's her. Wie viel Level hast du gehabt? Hm? Wie viel Level hast du gehabt? 28. Und du hast mit was verzaubert? Hm? Mit was hast du verzaubert? Wie mit was? Mit dem Tisch da? Da oben steht. Und